Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play The Legend of Zelda Majora's Mask 3D. Im letzten Part haben wir endlich den Dämmerwald-Tempel, den vermutlich ersten Dungeon, betreten. Und wir sind nicht wirklich weit gekommen, macht aber auch nichts. Dafür fangen wir heute auf jeden Fall mit den Erkundungen an. Ich bin, wie im letzten Part schon erwähnt, echt gespannt, wie mir der erste Tempel gefallen wird. Ich bin sehr gespannt auf die ganzen verstreuten Feen, ob die jetzt extrem gut versteckt sind oder ob ich die alle finden werde, auf das Dungeon-Item, auf die Gegner. Generell, also ich habe gehört, dass die Dungeons in Majora's Mask recht lang sind, was ich gar nicht schlimm finde. Ich mag Dungeons immer ganz gerne und die sollen ziemlich anspruchsvoll sein. Was ich wiederum, ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich das schlecht finde, aber ich bin vielleicht nicht so die begnadetste Zelda-Spielerin. Deswegen mal gucken, wie das so wird. Aber ich freue mich auf jeden Fall total auf die Dungeons. So, die Sache ist, ich bin eigentlich auch jemand, der Dungeons sehr gerne mag. Deswegen fand ich zum Beispiel Ocarina of Time ziemlich klasse. Deswegen ist Majora's Mask eigentlich für mich vielleicht nicht hundertprozentig geeignet, weil es hier ja leider nicht so viele Dungeons gibt. Aber gut. Ist ja auch nicht so schlimm. Okay. Man soll ja auch immer mal neue Sachen ausprobieren. Da ist eine Truhe. Moment. Vielleicht muss ich von da aus zu der Truhe. Mal eben gucken. Weil ich will ja möglichst alles mitnehmen. Ich hatte ja schon mal gesagt, wobei da ist ein Baum. Oder von, na, ich glaube vielleicht eher von darüber. Ich hatte ja schon mal gesagt, ob ich jetzt wirklich 100% mache, weiß ich nicht. Aber ich möchte möglichst viel zeigen. Das heißt, ich möchte gucken, dass ich alle Lieder letztendlich bekomme. Keine Ahnung, ob ich das darüber schaffe. Gerade so, okay. Alle Lieder würde ich ganz gerne bekommen. Ah, eine verehrte Fee. Okay, die hat sich mir jetzt auch automatisch angeschlossen. Moment. Ja, okay, ich war mir nicht sicher, weil ich die Maske nicht auf hatte. Also das wäre halt schon cool, alle Lieder und alle Masken, weil immer Majora's Mask dreht es sich ja um Masken. Da wäre das irgendwie schon ganz cool, die alle zu kriegen. Ich habe da oben Spinnen gesehen, das finde ich nicht gut. Kann ich die von hier aus abschießen? Ich glaube mal nicht. Nee, da wären aber Pfeile ganz gut. Und ja gut, ob ich jetzt letztendlich so Sachen wie große Bombentasche, also ganz große Bombentasche. Gut, einmal in die Mitte. Ich wechsle mal kurz. Dreh dich um. Das war einmal. Nein, du Spinne. Die Sache ist, ich mag überhaupt keine Spinnen, aber an diese Spinnen bin ich ja schon fast gewöhnt. Weil das so diese typischen Zelda-Spinnen sind. Ey! Ey! Was soll das? Okay. Dann halt nicht. Kannst auch gerne Seifenblasen in den Rücken kriegen. Habe ich auch kein Problem mit. Mit denen habe ich dann nicht so das Problem, weil die kenne ich schon. Was ich eigentlich die ganze Zeit sagen wollte. Wie gesagt, ich möchte ganz gerne möglichst viele Masken sammeln. Was für ein Gestank hier. Stinkt es wie im giftigen Sumpf. Okay. Möglichst die ganzen Lieder. Herzteile versuche ich halt so viele wie möglich zu sammeln. Aber kann ich ja auch nicht versprechen, ob das so klappt. Ansonsten, so Sachen wie große Bombentasche und so weiter, muss ich dann einfach mal gucken. Ich glaube, ich laufe erstmal hier runter. Also ich gebe mir auf jeden Fall Mühe, möglichst viel von allem zu sammeln, ob das letztendlich 100% sind. Oh, wird sich dann zeigen. Okay, ich sollte echt alle Gegner umnieten. So, da brauche ich einen Schlüssel. Deswegen will ich ja auch versuchen, hier möglichst viel hinzukriegen. Die Sache ist, komme ich da mit dem kleinen Link drüber? Ansonsten, da oben ist noch was, aber da komme ich, glaube ich, nicht so einfach hin. Da? Ja, bleibt mir ja nichts anderes übrig.
Okay, da kann ich drauf landen. Hep. Aha, komme ich darüber? Nein. Schade. Aber da komme ich ja auch, glaube ich, nicht hoch. Denke ich. Aber das Wasser ist echt, es sieht ziemlich, also ich weiß, es ist giftig, aber es sieht echt hübsch aus, muss ich ja mal so sagen. Ich bin ja jetzt nicht so der größte Pink-Fan, aber ich finde dieses Pink mit dem Orange da noch mit drin, sieht eigentlich ziemlich nice aus. Ich benutze immer den Fotoapparat, um mich umzusehen, das ist ganz praktisch. So, da ist noch Stuff. Da keine Ahnung, wie ich das machen soll. Springen wir erstmal hier rüber. Einmal kaputt machen. Also habt im ersten Dungeon noch ein bisschen Gnade mit mir oder habt bitte generell Gnade. Ich muss mich da auch erstmal ein bisschen zurechtfinden. Und zum Beispiel kann ich halt noch sehr schlecht einschätzen, wie weit der Deko-Link letztendlich kommt. Oh, Bomben. Sehr schön. Oh, noch eine Fee. Also ich sollte mich hier echt gründlich umsehen, wie es scheint. Aber was dieses Ding da in der Mitte darstellen soll, habe ich noch nicht so ganz herausgefunden. Aber da ich ja sowieso in den Raum zurück muss, sobald ich einen Schlüssel habe, kann ich auch erstmal weitergehen. So. Da komme ich, glaube ich, nicht hoch. So gern ich das auch machen würde. Wobei, da ist eine Dekoblume, habe ich gerade gesehen. Okay, springen wir erstmal hier rüber. Ich kann dahin und ich kann zu der Truhe, richtig? Okay, die Dekoblume habe ich jetzt im ersten Moment gar nicht gesehen. Da oben ist ein Augenschalter. Komme ich da überhaupt? Ja doch. Was haben wir denn da Schönes? Ah, einen kleinen Schlüssel. Sehr gut. Aber wenn da oben ein Augenschalter ist. Ich muss mir das nochmal kurz angucken. Moment. Und was ausprobieren, bevor ich meinen Satz weiterführe. Da oben kann ich auch noch hin. Sieht halt echt einfach aus wie ein Tempel. Finde ich aber gar nicht schlecht. Ich glaube, so weit komme ich nicht. Aber ich glaube nicht, dass man den mit Blasen aktivieren kann. Heißt, wenn da oben Augenschalter ist, für den man offensichtlich Pfeil und Bogen braucht, kann ich mir eventuell denken, was das Dungeon-Item sein wird. Und da kann mir keiner vorwerfen, dass ich mich selbst gespoilert habe. Ui, weil das dann doch ziemlich offensichtlich ist. Ich glaube... Es ist etwas schwierig. Nein. Autsch. Wie bekämpfe ich die bitte schön? Vielleicht. Mit Bomben? Das wäre schon mal eine Möglichkeit. Okay. Oh, Herzen. Ist gut. Ansonsten könnte ich sie vielleicht versuchen, mit Seifenblasen zu betäuben. Aber Bomben funktionieren gerade auch ganz gut. Okay. Muss mich ja erstmal an die Gegner rantasten. Ist aus, als wenn sie ertrunken wäre. Und da ist die letzte. Zack. Perfekt. Es ist schon so aggressive Gegner, finde ich immer extrem schwierig. Ah, die Tür geht wieder auf. Okay. Und eine Truhe. Sehr gut. Ah, ich werde aber kurz mal Rasen mähen. Kann ja nicht schaden. Also ich denke, man hat mir gesagt, aber so wie ich gehört habe, kommt man in einem Zyklus locker durch den Dungeon durch, also kann ich mich auch so ein bisschen umsehen. Zur Not einfach nochmal resetten. Ah, die Dungeon-Karte. Sehr gut. Und hier bleibt die Zeit ja sowieso stehen. So, wir sind jetzt im Untergeschoss. Genau, da waren wir ja. Da war...
nur die Truhe. Das war dieser Raum mit diesem lustigen Ding in der Mitte, wo ich halt nicht genau wusste, was es darstellen soll. Und da kann ich dann gleich weiter. Ansonsten, dieses lustige Ding, was so ein bisschen wie so eine Blume aussieht auf der Karte, ist da halt immer noch. Und das sieht dann anders aus. Okay, 3 Etagen. Was mich jetzt aber jetzt mal interessieren würde, was passiert, wenn ich mich hier hochschieße? Nicht wirklich was, oder? Das ist wahrscheinlich eher, dass ich aus der Luft mit den Dekonüssen die Schildkröten betäube. Na gut. Dann sind wir hier in der Ecke, glaube ich, fertig. Ich habe immer so Angst, dass ich irgendwie eine Fee oder so verpasse, aber mehr als mir alles angucken kann ich ja nicht. Ich meine, ich denke mal, wenn ich am Ende dann quasi fertig bin mit dem Tempel, beziehungsweise vor dem Boss stehe, kann ich ja immer noch gucken, ob ich irgendwen vergessen habe und im Zweifelsfall nochmal suchen oder mir einen Tipp holen. Denke ich. So. Ich wollte wieder auf die andere Seite, weil ich glaube, da komme ich ja... Nee, wie soll ich da hochkommen? Ich glaube... Ja, da prallt er nur wieder ab. Na gut. Dann zack, dann einmal wechseln. Auf dich habe ich hier keine Lust. Ey, weil der große Link kann sich einfach so ein bisschen besser wehren. Alles klar. Dann gehen wir weiter. Also ich muss sagen, so für den ersten Dungeon finde ich das bislang eigentlich ganz nett. Was ist das hier? Der sieht nicht allzu schwer aus. Stehe nicht drum. Halte A gedrückt, um hinzupacken und bewege ihn mit Hilfe vom Control Stick. Ah, okay. So. Schauen wir uns doch nochmal kurz um. Niep, niep, niep. Da ist eine lustige Spinne und irgendwas in der Ecke. Da will ich gleich mal gucken. Die Wandmalereien sehen übrigens cool aus. Da gehe ich dann gleich auch nochmal gucken. Da komme ich her. Okay, wie ist denn das? Von der Karte her. Da gucke ich gerade in die Richtung, wo es weitergeht. Okay, dann will ich mir erst die Ecke hier angucken. So. Das sieht echt interessant aus. Kann ich das irgendwie... Nein, kann ich nicht aufsprengen. Wollte ich einfach mal versucht haben. Durch, komm runter. Bäm. Oh, noch eine Fee. Also ich sollte auf jeden Fall auch versuchen, alle Gegner zu besiegen, wie es scheint. Okay. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich finde diese Idee mit den Feen echt gut. Weil man so quasi nicht nur einfach durch den Dungeon durchrennt und Ausschau hält nach Herzteilen. Also ich weiß nicht, in Twilight Princess zum Beispiel war es ja so, dass es immer Herzteile in den Dungeon auch gab. Weiß nicht, wie das hier ist, aber finde ich halt cool, dass man halt nicht nur nach Schlüsseln und Herzteilen Ausschau hält, sondern wirklich viel, viel gründlicher einfach sucht. Ja, um die Feen alle zu finden. Diese Fackel ist noch nicht vollständig erkaltet. Okay. Und das sagt mir jetzt was? Ach so, Moment. Da hinten ist auch Feuer. Habe ich gerade gesehen. Und hier oben auch. Okay. Komme ich hier rüber gesprungen? Ja. Ich gucke mich jetzt erstmal kurz hier oben um. Aber das wäre natürlich so ein typisches Zelda-Rätsel. Okay. Da brauche ich wahrscheinlich auch Feuer, oder? Ich glaube nicht, dass er das mit dem Schwert einfach kaputt machen kann, aber ich schau mal. Aber Link ist schon mutig, also ich an seiner Stelle würde hier nicht einfach so rüberjumpen wollen. Nee, kann er nicht kaputt machen. Okay, dann brauchen wir Feuer. Wo kann ich jetzt am besten wieder runterhüpfen? Hier? Ja. Feuer, Feuer, Feuer. Ja doch, ich muss ja hier lang.
Wobei, ich kann den Felsen gleich mal wieder rüberschieben. Ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Weil ich glaube, wenn ich mit der Fackel hier lang gehe, ist das vielleicht kürzer. Aber auch nur vielleicht. Auf jeden Fall komme ich ja da vorne her, also kann ich ihn auch wieder hinschieben. So. Ich hatte gedacht, man muss vielleicht irgendwie ein Lied spielen oder so. Aber scheinbar nicht. So. Drehen wir uns mal so rum. Ich weiß nur nicht, wie lange das Feuer jetzt hält. So, die ist schon mal an. Die Sache ist, will ich jetzt erst da weiter? Ich glaube, ich gehe erstmal hier unten weiter. Was haben wir hier? Ja, diese nette Libelle hier. Ansonsten eine Dekoblume. Oh nein, da ist noch mehr, oder? Autsch. Strategie ist gar nicht schlecht, erst die Angriffe abzuwehren und dann zuzuschlagen. Das Problem ist, die manchmal so ein bisschen zu sehen. Ah, die Tür geht wieder auf, okay. Auch hier hätte ich wahrscheinlich mit der Dekoblume wieder so ein bisschen ausweichen können. Aber ganz ehrlich, ich mache das dann doch irgendwie lieber so. So, was kriege ich jetzt hier Schönes? Ah, den Kompass. Okay. Aber wie immer teste ich jetzt erstmal kurz aus, ob hier noch irgendwas Interessantes ist, wenn ich hier herumfliege. Aber nein, ich glaube, das war nur wieder Hilfestellung. So, gucken wir doch mal kurz. Da sind auch die Feen eingezeichnet, die ich schon eingesammelt habe. Okay. Aber da ist noch eine Truhe. Da sind aber auch die Feen eingezeichnet, die ich noch nicht habe? Fragezeichen. Oder war ich bei Nähe? Da bin ich entlang geflogen, oder? Ja doch, die habe ich schon. Okay, sind gar nicht so viele Truhen. Aber ich wollte schon gerade sagen, es wäre irgendwie ein bisschen lame, wenn die Feen auch eingezeichnet wären. Bist du wieder respawned? Ja. Ich meine, klar, irgendwo muss ich auch meine Dekostäbe herhaben, sonst müsste ich immer ziemlich weit laufen. Dumm, die dumm. Die allseits beliebten Fackelrätsel. Autsch. Wow. Ach, er kommt da gar nicht wieder hoch. Ja, nett. Kannst du da bitte hochklettern? Ich wusste nicht, dass diese Dinger mich angreifen. Ich habe irgendwie, weiß ich nicht, das gar nicht so mitbekommen. Ich dachte, das ist auch ja Schmetterlinge. Aber kann ich euch irgendwie was tun? Vielleicht mit Seifenblasen? Es wäre lustig, wenn das Feuer jetzt ausgehen würde. Nee, irgendwie nicht. Die werden dann vom Licht angezogen. Okay. Und kaputt. Okay. Geht das auch so? Das habe ich irgendwie nicht so gecheckt, weil das kenne ich gar nicht so, dass mich irgendwelche Viecher auf einmal angreifen. Aber okay. Gehen wir weiter. Sei auf der Hut. Ich spüre hier sehr viel Böses. Oh nein, ich mag... Ah, okay.
Ich mag doch so Düsternis nicht. Da krieg ich immer, das heißt Angst, aber da habe ich immer Angst, dass mich gleich irgendwas anspringt. Da ist noch eine Pflanze. Ich glaube, das Schlimmste, was die mir antun könnten, dass da jetzt random eine Spinne von oben runterfällt. Huch. So, da ist eine Fackel. Ah. Huch. Ist da auf der anderen Seite auch noch? Ah, da. Dann da noch und das waren alle. Okay. Verschwinden die ganzen Viecher jetzt? Nein, aber ich kann sie jetzt wesentlich besser sehen. Okay. Ich taste mich mal vorsichtig hier voran. Ich meine, ich möchte natürlich auch alle Gegner besiegen, falls sowas passiert. Von da bin ich gekommen. Okay. Dann einmal die Truhe bitte aufmachen. Oh, hier ist noch eine Fee dran. Die Sache ist, wo komme ich jetzt weiter? Ist das hier? Ach, hier ist eine Tür. Dumm, die dumm. Die Tür habe ich spontan nicht gesehen gehabt. Kann ich? Wenn ihr noch so ein bisschen weiter weg seid? Na, vermutlich nicht. Dürfte schwierig sein. Na gut. Die Sache ist, da unten ist halt auch noch, da kann ich runter. Moment. Ich laufe erstmal kurz runter. Vielleicht trigger ich ja auch dann die Libellen hier unten. Ah, da hinten ist auch noch eine Fee. Gut, dass ich nochmal nach unten gegangen bin. Ich versuche halt möglichst gründlich zu sein. Aber wie gesagt, das mit den Feen finde ich echt gut. Weil das irgendwie dazu anspornt, noch gründlicher nach allem zu suchen. Ich nehme an, da möchte ich nicht zwingend runterspringen. Vor allen Dingen, wenn die einfach nur in irgendwelchen Truhen wären. Okay, aber so musst du ja auch wirklich jeden Gegner besiegen. Na? Autsch, da kamen gleich zwei. Okay. Hab ich gerade beide auf einmal besiegt? Double Kill. Okay, das erleichtert mir schon mal einiges. Moment. Ich weiß nicht, ob das vielleicht sonst nicht funktioniert. Das sieht so creepy aus. Aber wir haben noch eine verirrte Fee. Alles klar. Dann kann ich jetzt, glaube ich, auch oben weiter. Ich bin auch mal sehr gespannt, wann ich so meine... Oh. Da wollte ich nicht hin. Wann ich meine nächste Verwandlung kriege, wollte ich eigentlich sagen. Was ist das hier? So. Was denkst du, was das ist? Die Asche in der Mitte sieht noch ziemlich frisch aus. Kann ich das Ding auch anzünden? Ich habe keine Ahnung. Ich wollte hier eigentlich nicht hin. Aber gut zu wissen, dass das geht. Bin ich jetzt? Ich glaube, ich bin in die falsche Richtung gelaufen. Ist das so eine Art Fahrstuhl dann quasi, den ich erstmal anzünden muss? Aber waren oben Fackeln? Ich weiß nicht. Das war jetzt ein bisschen ungünstig, weil ich auch gerade die Libellen so schön beseitigt hatte. Aber gut, zumindest weiß ich jetzt, wie ich da hinkomme. Man muss das einfach immer nur positiv sehen. Ich denke mal, da ist jetzt aber auch alles angezündet, oder? Dass ich da einfach durch kann. Und so ein Riesenumweg war es ja jetzt auch wieder nicht. Spinnennetz ist, glaube ich, weg. Ja, gut. Dann ist das alles kein Problem. Hüpf. Und nochmal. Doch, also bislang finde ich den Tempel eigentlich ganz schön. Ist hier auch noch schön Licht an? Ja, gut. Da war die Tür.
Jetzt sind nur die Libellen wahrscheinlich wieder da. Ja, was ich nicht ganz so gut finde. Deswegen werde ich die nochmal eben kurz beseitigen, dass ich hier auch in Ruhe rüberfliegen kann. Da. Einmal. Und zweimal. Und wo ist die andere? Die ist doch auch irgendwo hier. So wie Link da immer hochguckt, müsste die hier auch irgendwo sein. Da, ich sehe den Schatten. Nein, ich wollte eigentlich nicht den Rasen mähen. Oh, und ich wollte auch... Oh, wie mies! Absolut mies! Wie die mich da runtergeschubst hat. Boah, wie gemein! Nö, ich glaube, beim nächsten Mal fliege ich da einfach so rüber. Puh! Sehe ich gar nicht ein, mich da nochmal so ärgern zu lassen. Also das erste Mal durch das Loch akzeptiere ich noch, von wegen Forscherdrang. Auch wenn es ein Versehen war. Das zweite Mal akzeptiere ich nicht mehr so ganz. Ist aber auch gemein, dass du dann wieder ganz da unten landest. Na gut. Ist da noch Heilung drin, zufälligerweise? Ich glaube, da waren nur Rubine drin, oder? Na, jetzt ist da Heilung drin. Okay. Weil ich habe ja noch nicht so viele Herzen. Da muss ich ja ein bisschen aufpassen. Ich könnte vielleicht jetzt schon mehr haben, aber mit meinen 5 bin ich eigentlich ganz glücklich. Ja. Ich würde aber sagen, ich laufe da jetzt nur noch hin und beende den Part. Wir sind ja schon wieder eine ganze Weile unterwegs. So. Dann würde ich sagen, das war's für heute mit Let's Play The Legend of Zelda Majora's Mask 3D. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, Leute.